ihr müsst Platz machen für den Islam und seine Glaubenskrieger. Und der heutige türkische Ministerpräsident Recep Erdogan brachte es ja in seiner Zeit als Bürgermeister von Istanbul selbst auf den Punkt, als er sagte, Zitat, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, so und nicht anders sieht der Absolutheitsanspruch des Islam aus, den wir heute zunehmend ausgesetzt sind. Wir Nationaldemokraten sagen aber auch eines ganz deutlich, und das ist etwas, was in den Systemmedien gerne verzerrt und verdreht wird, nämlich, dass an all diesen Missständen selbstverständlich nicht die Ausländer allein schuld sind, denn sie nehmen letztlich nur die Angebote an, die ihnen von den Versagerpolitikern, von den Linken bis hin zur CDU auf einem Silbertablett serviert werden. Ja, wir befinden uns hier auf dem Marktplatz von Osterode und nach Abschluss unserer Veranstaltung sind begeistert darüber, wie wir hier empfangen wurden und dass es also so viele Mitbürger gibt, die uns ihre Zustimmung bekunden. Bis auf ein paar kleine Gruppen von Gutmenschen, die das also lautstark meinen, hier bleiben zu müssen, haben wir hier eine Wahlveranstaltung durchgeführt, die sich sehen lassen kann. Wie geht es jetzt weiter? Wir fahren jetzt weiter, heute Nachmittag nach Nordheim, wo die Zustimmung sicherlich auch groß ausfallen wird und unser politischer Gegner uns würdig empfangen wird. Wir fordern Sie auf, trauen Sie sich doch, wenn Sie so sicher sind. Laden Sie uns doch ein zu Ihren Podiumsdiskussionen der Kandidaten, wo NPD-Kandidaten in einem Wahlkreis antreten. Wenn Sie argumentativ doch so überlegen sind, dann dürfte es für Sie doch ein leichtes sein, uns einzuladen. Aber all das findet nicht statt, weil eben die Ziele, die Standpunkte und die Argumente der NPD nicht ungefiltert die Bürgerinnen und Bürger erreichen sollen. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich am 20. Januar von der politgesteuerten Medienmafia kein X für ein U vormachen. Trauen Sie sich, wählen Sie national, die einzige Alternative zur Politmafia der Etablierten lautet NPD.